Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Dominik und ja, ich möchte dich heute ganz spontan zum Spoon-Angeln bzw. zum Angeln mit der Spoon-Rute am großen Fluss oder am großen Strom mitnehmen. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe ja vor einiger Zeit hier bei mir auf dem Kanal schon mal ein Video veröffentlicht zum Spoon-Angeln auf Forelle. Ja, damals war ich ja passend zum Zielfisch Forelle an einem kleinen Fluss bzw. Bach und konnte ja dort auch ja, zumindest mal eine Mini-Forelle für euch fangen. Heute bin ich am großen Strom, denn auch hier funktioniert natürlich das Angeln mit der Spoon-Rute. Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, mit einer Spoon-Rute kann ich natürlich erstmal jede Art von kleinem Köder sehr, sehr gut werfen. Also nicht nur Spoons, also diese kleinen Mini-Blinker, die ich euch das letzte Mal gezeigt habe, kann man mit so einer Rute sehr gut werfen, sondern auch kleine Spinner, ja, Maps in Größe 0 oder 1 oder 2, kann man dort eben sehr, sehr gut fischen mit. Gehen auch kleine Gummifische ganz gut oder Twister, wie auch diese kleinen Mini-Wobbler, die du vielleicht schon mal gesehen hast. Also das alles lässt sich grundsätzlich mit einer Spoon-Rute werfen und auch fischen. Und durch die weiche Aktion macht sie einfach total viel Spaß, auch mit kleineren Fischen. Man verliert relativ wenig Fische durch Ausschlitzen, durch diese sehr weiche Aktion. Und ja, das macht die Spoon-Rute natürlich ja, zum perfekten Gerät, zum Angeln mit Kleinstködern am großen Fluss, so wie ich es heute hier vorhabe. Hier am großen Fluss sind natürlich keine Forellen zu erwarten, aber wie schon gesagt, funktioniert das Angeln mit kleinsten Kunstködern sehr, sehr gut auch auf alle möglichen Friedfische wie Döbel, Rapfen, Rotaugen beißen hin und wieder drauf, selbst Brassen oder von Brassen habe ich schon gehört. Ja, sodass sich also alle möglichen Friedfische neben den hier vorkommenden Barschen mit diesen kleinen Kunstködern überlisten lassen. Ja, als Gerät habe ich heute wieder meine ja, vom letzten Mal dir wahrscheinlich noch bekannte Spoon-Rute mitgebracht. Das ist also ein Modell mit, ich wiederhole es nochmal kurz, mit 1,80 Meter Länge und einem Wurfgewicht von 0,5 bis 4 Gramm. Kombiniert mit einer kleinen Stationärrolle, bespult mit einer 0,18er Schnur. Kombiniert mit einem kleinen Wirbel, kein einfacher Snap, sondern wirklich ein echter Wirbel diesmal, weil ich später auch mit Spinnern angeln will. Und ja, wenn ich da keinen echten Wirbel einsetze, dann verdreht sich ganz schnell die Schnur und dann habe ich Perücken beim Werfen und da macht das Ganze natürlich keinen Spaß mehr. Du hast sicherlich eine kleine Stationärrolle irgendwo schon vom ja, Friedfischangeln mit einer 0,18er oder 0,20er Schnur. Dann hast du schon mal die perfekte Rolle zum Angeln mit der Spoon-Rute. Und diese Spoon-Routen gibt es, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, sehr, sehr günstig mittlerweile zu kaufen. Also gute Modelle fangen irgendwo so bei um die 30, 40 Euro an. Die war ein kleines bisschen teurer. Das ist eine Spro-Route, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Aber ich verlinke dir auch eine Route, die ich dir empfehlen kann, die im unteren Preissegment liegt. Und ja, sodass du eigentlich außer der Route keine wirkliche Neuanschaffung machen musst zum Spoon-Angeln. Die Ausrüstung ist wirklich absolut minimalistisch. Ich habe immer alles verpackt in so einem kleinen Sling-Rucksack. Dieses Modell hier hat hier noch so, ja, so Schnallen, da kann man also eine Jacke noch befestigen. Ja, ansonsten ist diese Tasche also mit 8 Litern Fassungsvermögen absolut ausreichend, um eben eine kleine Trinkflasche und die Köder zu transportieren. Die Köder habe ich mir, ja, wie beim letzten Video auch schon gezeigt, hier in so einer kleinen Box verpackt. Zeige ich dir gleich noch, mache ich noch ein paar Nahaufnahmen. Also da sind kleine, ja, kleine Twister drin, Mini-Wobbler, Spinner und so weiter. Viel Ausrüstung braucht es nicht. Natürlich obligatorisch ist hier der Köcher. Da habe ich hier so ein kleines faltbares Modell mitgebracht. Habe mir oben Karabiner befestigt. Kann es also schön an die Hose einklinken. Eine Arterienklemme zum Haken lösen. Ja, und dann geht die Reise eigentlich schon los. Ich bin sogar heute bei uns hier am Fluss mit dem Fahrrad unterwegs. Das funktioniert super. Die kleine Rute an den Rucksack rangeschnallt. Beziehungsweise hier am Sling hinten mit diesen Laschen befestigt und dann ja, kann es losgehen. Also die perfekte Angelerei eigentlich für mich, für eine schnelle Runde nach Feierabend oder ganz früh morgens mit wirklich leichtem Gepäck. Man kann einfach Strecke machen damit und es macht schon richtig Laune. Ja, das erstmal zur Ausrüstung. Du siehst, du brauchst nicht viel. Ich zeige dir gleich noch die Köder und dann geht es auch schon los mit dem Angeln. Als Köder mitgebracht habe ich meine kleinen Spoons, die ich auch beim Forellenangeln eingesetzt habe. Das sind ja diese bekannten Modellen, die ich dir dort in dem Video vorgestellt habe. Verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung mal. Dann kleine Twisterschwänze, kleine Maps, Spinner in verschiedenen Farben. Ich mag persönlich sehr die silbernen und die kupferfarbenen Modellen, aber da unten ist auch ein goldfarbenes Modell drin. Dann ja, Wobbler und noch weitere Spoons. Ganz wichtig, nicht nur bei der Angelerei auf Forellen,
finde ich persönlich die Verwendung von Einzelhaken. Diese kleinen Wobbler sind standardmäßig mit Drilling ausgestattet. Und ich habe mir hier von der Firma Decoy so kleine Einzelhaken besorgt. Die haben einen kleinen Widerhaken, den könnte ich auch noch andrücken. Das Ganze ist aber sehr, sehr fischschonend. Ich habe damit Forellen gefangen, Weißfische schon gefangen, die haken sicher. Da muss man überhaupt gar keine Bedenken haben. Aber eben im Gegensatz zu einem Drilling habe ich nicht das ganze Maul nachher voll mit Haken und habe einfach nachher keine halbe Operation, die ich machen muss und ja, die der Fisch unter Garantie nicht überleben wird. So, das aber ganz in Kürze zum verwendeten Gerät oder zum benötigten Gerät, zum Angeln mit Kleinstködern und der Spoonroute hier am großen Fluss. Jetzt geht's los mit Angeln und ja, ich hoffe, dass ich euch gleich schon den ersten Fisch zeigen kann. Ja, anfangen werde ich heute mit einem kleinen Spinner. Das ist jetzt hier ein Maps in Silber in der Größe 1 und auch den Spinner hier habe ich mir ausgestattet mit einem kleinen Einzelhaken. Ja, und jetzt werde ich hier die ersten Würfe an der Stelle machen und mal gucken, ob ich schon den ersten Fisch verhaften kann. Ich verwende meistens an einem neuen Platz einen Spinner als sogenannten Search Bait, um erstmal ja, über die Druckwelle möglichst einen großen Bereich abzufischen und werde jetzt noch einen kleinen Wobbler montieren und im zweiten Durchgang dann mit dem Wobbler weiterhin den Platz befischen. Ja, zum Angeln bzw. zum Führen von so einem Spinner muss man glaube ich nicht mehr viel sagen. Also es sind ja sogenannte Zugköder, das heißt ich werfe den Spinner aus, lasse ihn mehr oder weniger weit absinken und hole ihn dann einfach gleichmäßig oder auch mit sogenannten Spin-Stops, also kurzen Unterbrechungen beim Einholen ein. Und ja, dabei dreht sich dann das Spinnerblatt und das sorgt für eine schöne Druckwelle, die dann die Fische zum Anbiss verleiten soll. Zum Angeln selbst, ich werfe meistens relativ nah ans eigene Ufer, ja, so quasi parallel zum Ufer und fische dann im Prinzip hier am großen Fluss die Uferkante ab. Dort tummeln sich meiner Erfahrung nach die meisten kleineren Raubfische wie Barsche, aber auch die größeren Friedfische gehen dort auf Raubzug wie Döbel, Rapfen und so weiter. Ja, auch der kleine Wobbler hat jetzt leider keinen Fisch gebracht. Normalerweise fische ich beim Angeln mit diesen Kleinstködern Platz immer ziemlich schnell ab. Also ich mache rechts und links ein paar Würfe mit ja, verschiedenen Ködern. Ihr habt es gesehen, Spinner, Wobbler, teilweise auch mit einem kleinen Gummifisch bzw. Twister. Und wenn da nichts geht, dann packe ich mein Zeug und gehe halt zum nächsten Platz. Ich habe mir jetzt extra einen ruhigen Platz ausgesucht, um hier ein paar Filmaufnahmen für euch zu machen, um euch ganz in Ruhe alles zu erklären, wie ich eben beim Angeln vorgehe und welches Gerät ich verwende, welche Köder etc. Ich werde es so machen, ich werde mir gleich die GoPro umschnallen und dann ziehe ich weiter zum nächsten Platz. Und ihr seid natürlich live dabei. Wenn noch was geht, werde ich es auf jeden Fall auf der Kamera festhalten. Und ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, hoffentlich mit Fisch. Ansonsten eben, ja, werde ich noch ein paar Sequenzen einblenden und dann gibt es ein kleines Outro. Ja, soll heute ganz im Sinne eines Quick-Tipps ein ganz kurzes Video werden und soll euch ein bisschen inspirieren, einfach selbst die leichte Spoonroute zu nehmen, kleine Kunstköder und dann ja, am großen Fluss oder Strom auf die Pirsch gehen. Wie gesagt, Zielfische sind hierbei Barsch, aber auch große Friedfische, Aalande, Döbel, Rapfen und so weiter. Thank you.
schöner kleiner Rapfen auf ein 1er Maps. Super, ja, Kleinköder Ultralight am extra leichten Gerät. Ich bin heute mit der Spoonruder unterwegs. Kleine Minispinner und kleine Wobbler, Mini-Blinker, ja, all das bringt schöne Action und ja, super viel Spaß einfach. Super, hat wieder geklappt. So kann es weitergehen. So, das war's mal wieder gewesen. Ein weiterer Quick-Tipp. Wie gesagt, ich wollte euch heute mit dem Video ein bisschen inspirieren und animieren und davon überzeugen, es einfach mal mit der leichten Spoonrute und kleinen Kunstködern bei euch am Gewässer zu probieren. Es muss nicht zwingend wie hier der Strom sein oder der große Fluss. Es kann natürlich genauso gut auch ein kleiner oder großer See sein. Wie gesagt, diese Kleinköder fangen unglaublich viele Fischarten und sorgen in der Regel für eine sehr, sehr kurzweilige Fischerei. Ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du bis dahin dran geblieben bist. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben von dir. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, ja, lass gerne eine konstruktive Kritik da. Wenn du einen Daumen nach unten da lassen willst, gerne, dann aber bitte zweimal auf den Daumen nach unten klicken. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen guten Tag, eine gute Nacht. Je nachdem, wann du mir zuschaust, ganz viel Erfolg und Spaß am Wasser. Fang du viele schöne Fische, egal mit welcher Angelmethode, egal welche Fischarten. Ja, ich freue mich auf das nächste Video mit dir, hoffentlich, und auf jeden Fall für dich. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann klick doch unten mal auf Abonnieren. Kostenloses Abo. Aktiviere dann auch die Glocke bzw. die Benachrichtigung, dann wirst du automatisch über jedes neue Video von mir informiert. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.